würde ich sagen, kommen wir jetzt noch extra für euch, damit wir noch irgendwas Gutes drin haben, zur legendären Königstruhe. Oh mein Gott, wir gewinnen jetzt. Ah, mein Gott, oh mein Gott. Das wird so knapp. Und die dritte. Gold, Verban, Mini-Packer. Oh mein Gott, ich habe nicht aufgepasst. Hey Leute, wir sind endlich wieder auf dem Pay-to-Win-Account. Nach 6 Tagen Pause geht es heute weiter. Wir hatten leider kein Angebot bisher. Ich habe immer auf eins gewartet, wir haben keins bekommen. Trotzdem muss es irgendwie weitergehen. Deswegen legen wir heute los und kaufen für uns für 110 Euro die 14.000 Juwelen und werden heute es so machen, dass wir alle 100 Trophäen, 3 Blitztruhen öffnen und eine legendäre Königstruhe noch ganz am Ende öffnen. Sprich insgesamt 12 Blitztruhen, eine legendäre Königstruhe. Wir wollen auf die 5.000 Pokale hoch. Plus kriegen noch hier bei 4.900 Pokalen auch noch eine Blitztruhe. Würde ich sagen, ist ein guter Plan. Und euch wie immer viel Spaß mit den Highlights. So. Kaufen. Okay. Zack. 14.000 neue Juwelen, würde ich sagen. Fast 15.000 haben wir jetzt. Wie gesagt, im Laufe des Videos 13 Blitztruhen und eine legendäre Königstruhe, würde ich sagen. Wir haben unser altes Golem-Deck, seht ihr hier. Ist von den Leveln nochmal besser und ich würde sagen, wie immer, ja, achso, wir haben es eh schon gesagt, klar. Und was wir jetzt direkt machen können, ist gleich die ersten 3 Blitztruhen öffnen für die erste Trophäenstufe. Und vor allem können wir jetzt erstmal unseren Golem auf Level 11 bringen, was halt extrem wichtig für uns ist. Level 11 Golem heißt für uns natürlich... Wir leben mehr. Ja, 448 Leben mehr, dazu mehr Schaden. Aber vor allem die Trefferpunkte sind halt schon sau entscheidend. Und ich würde sagen, wir haben 15.000 Juwelen. Wir kommen zu den ersten 3 Blitztruhen. Los geht's. Warum taust du nicht die Skelettarmee durch die Kobold-Gang? Naja, weil die Kobold-Gang genauso weggesappt werden kann, weil wir die unterlevelt haben. Deswegen. So, kriegen die Musketiere, kriegen Kobold-Riese. Oh je. Musketiere ist gut, aber ich bräuchte irgendwie... Ja, sehr gut. Tester raus. Baba, sehr, sehr schöne erste Truhe. Sehr, sehr schöne erste Blitztruhe. So, Gold. Königskrise, Baba. Skami, sehr schön behalten wir. Feuerball, na, vielleicht was anderes. Schweinereiter ist besser. Königskrise raus. Skelette. Wunderbar. Dritte Blitztruhe. Mal schauen, was kriegen wir. Gold. Eisgeist, bla, nee. Tornado kann man lassen. Mal schauen. Ah, will ich jetzt nicht. Nee. Ja, kann man lassen. Okay, vielleicht was Besseres als Epische. Wunderbar, perfekt. Können wir lassen. Und ich würde sagen, es waren eigentlich 3 wirklich, wirklich solide Blitztruhen. Echt, oh, so traurig. Lohnt es sich nach dem Abi zu studieren? Das muss jeder für sich wissen. Also ich will studieren. Bei mir muss man es wahrscheinlich auch, wenn ich irgendwelche... Ja, der Poison kommt weg. Oh, der Poison war perfekt, oder? Dann fuck, ich drück den Elektromagier raus. Geh wieder rein. Danke. Das kann gut werden. Es laggt gerade, ist egal. Das könnten wir sogar haben. Ich glaube, wir haben ihn. Lol. Ja. Haben wir. Hex rein. Magier kommt, ist egal. Ja, passt. Nächster Sieg. So, und damit haben wir jetzt wieder die nächste 100er Stufe. Was machst du in Leichtathletik für Wettkämpfe, Block? Ich mache vor allem Wurf, also... Echt nur Wurf, leicht, also Kugelstoßen und Diskus werfen. Also halt Kraftsportarten, obwohl ich nicht kräftig bin. Also ich mache mal Schnelligkeiten so in Technik, ne? So, wir haben die 4700 Pokale geknackt. Haben wir eine Belohnung erstmal, stimmt. Wir kriegen jetzt auch Belohnungsstufen sogar hier, also direkt doppelt. Kriegen erstmal 3000 Gold hier. Und noch danke gerade für 100 Follower. Und ich würde sagen, wir kommen zu den nächsten 3 Blitztruhen. So. 5 Blitzschläge, erste Truhe von 3 Stück. Los geht's. Ich würde einfach mal eine legendäre Karte ziehen. Wir haben insgesamt, glaube ich, schon 30, 40 Stück geöffnet in letzter Zeit. Kein einziges Mal eine legendäre Karte gezogen. Naja. So, Bomber raus. Goblin ging perfekt, sehr gut. Prinz, kann man lassen. Ich nehme Feuerball raus. Ich will lieber Poison nämlich. Infernotum will ich nicht. Seppis auch nicht. Ja, Magier spiele ich nicht. Pumpe ist in Ordnung. Okay, war eine gute Truhe. Vor allem wegen Prinz und Goblin Gang. Zweite. Ja, nee, nee, nee. Babytreffer. Nee. Nee. Auch nicht. Dritter ist in Ordnung von mir, das nehme ich. Dritte von 3 weiteren Blitztruhen. Gold, Sepp. Bitte. Wieder Babytreffer. Nice. Haben wir Glück wirklich gerade. Na, nee. Erdbeben brauche ich nicht so, glaube ich. Hm, 3 Musketiere auch nicht. Ja. Wobei die 3 Musketiere wahrscheinlich wieder gebufft werden, ne? Naja, egal. War trotzdem insgesamt auf jeden Fall in Ordnung, denke ich. So, das Overlay kann ich gleich erzählen. Wir machen gerade erstmal die Truhe auf und holen uns den Token. Epische Tauschmarke, das ist geil.
Die Tauschmarken können wir auf Dauer sehr gut gebrauchen. Wir können gleich schon mal die Goblin Gang vielleicht reintauschen. Ihr seht hier, die Tauschmarken können wir immer gut gebrauchen. Die können wir noch nicht aktuell so gut verwenden, weil wir noch mehr Karten brauchen, weil wir immer upgraden. Aber das können wir eben mit dem Blitztruhen ändern. Und wie immer gibt es jetzt bei jeder 100er Stufe wieder 3 Blitztruhen. Naja, von mir aus Kanone ist noch ein bisschen besser. Bei Bahnpass lasse ich. Kanone noch raus. Ja, okay, ist in Ordnung, können wir traden. Wenn es nicht passt, dann trade ich es einfach. Mach doch einen zweiten Kanal, wo du andere Gameplays hochlädst. Ja, ich habe gar nicht genug Zeit, glaube ich. Ihr wisst, es ist sau stressig schon mit dem Kanal jeden Tag, was hochzuladen. Jäger. Goblin Gang. Lassen wir so, auf jeden Fall. Sehr schöne Truhe. Und die dritte. Gold, Verban, Mini-Packer. Oh mein Gott, ich habe nicht aufgepasst. Da schaut man, da redet man einmal, ich wüsste, ich habe die einfach durchgeskippt und dann ist es einfach eine legendäre, wie geil. Endlich, ohne Witz, ich hab mich vorher noch beschwert. 30 Truhen in Folge, 30 Blitztruhen in Folge, keine legendäre. Zack, da haben wir sie. Ja, so, das heißt, wisst ihr, was das heißt? Wir können jetzt wie bei einer Mega-Blitztruhe nicht 8-mal, aber zumindest 5-mal blitzen. Und die restlichen Karten sind auch nice, also jetzt hoffen wir, dass wir irgendwas Gutes für ein Golem-Deck bekommen. Ist nice, muss man sagen, würde ich sagen, nehmen wir so. Sehr schöne Truhe, extrem lucky. Kann man sich nicht beschweren, ne? Kann man sich definitiv nicht beschweren. Also, noch 200 Trophäen, optimal jetzt. Und ich würde sagen, jo, let's go. Mal schauen, ob es so gut weiterläuft. Ey. Ja, soll ich ein Holz bringen? Nee, oder ich bring's hier einfach ein Baby drin rein. Ah, mies. Ich bring noch ein Holz. Ist so spät, aber wisst ihr, der Turm überlebt. Das ist das Wichtigste gerade. Ich heb mir jetzt ein Poison Spell auf. Genau deswegen. So, bring bitte. Nee, er bringt einfach einen Mini-Packer rein. Das wollte ich nicht. Ich wollte natürlich, dass er eigentlich die Skarmie reinbringt. Oh mein Gott, das tut so weh. Er führt einfach, ich weiß es nicht. So traurig. Danke für den Sub. Ich hab weggeschaut. Es war kein Sub, es war ein Host. Mein Gott, ey. Ich muss mich gerade echt konzentrieren, deswegen. Einfach rein mit Golem jetzt und hoffen, dass wir irgendwie. Jetzt hier ein Poison drauf. So. Sehr gut, ich habe so gehofft. Genau, dass wir irgendwie einen guten Zug bekommen. Da ist der gute Zug. Wir hätten lieber ein Holz bringen sollen, ne? Egal. Ein Holz kommt noch. Ah, aber ist ein gutes Holz, was ist die Frage? Bewegt immer die Prinzessin. Nee. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, Leute. Okay. Oh mein Gott, ich gewinne jetzt. Ah, mein Gott. Oh mein Gott. Es wird so knapp. Zwölf HP? Ernsthaft? Was habe ich gemacht? Ich hätte nur deffen müssen, ne? Hätte ein Poison ausgereicht? Jetzt brauchen wir halt noch 2 Siege, ne? Zockst du noch Ladder? Ich weiß nicht, wir streamen schon fast 2 Stunden. Also ich glaube, ich würde vielleicht die Challenge noch machen, in der wir die teuersten... ihr wisst, was ich meine. Die teuersten... Ey, das ist ein Level 13 Glasrockerwald schon wieder. Das ist doch zum Kotzen sowas. Danke für den nächsten Sub gerade trotzdem. Ah, seht euch das an, das ist so traurig. Egal. Wir bräuchten halt wirklich 2 Siege, ne? Mal schauen. Der Host, danke. Alter, sorry, es waren gerade ganz viele Hosts mit 0 Zuschauern. Natürlich noch danke an MegaGameF für den Host mit 32 Zuschauern. Wir sind halt 3 Hosts reingekommen, ne? Auf einmal. Danke. Das Ding war halt, wie gesagt, nur einer von den Hosts war halt, die anderen waren 0 Zuschauer, ne? Die lese ich halt natürlich nicht vor, normalerweise. Weil, ja, ist ja logisch, ne? Host mit 0 Zuschauern lese ich nicht vor. Das ist so unterirdisch schlecht, ne? Aber ich wette mit euch, wir kommen nicht ran. Wir kommen nicht dran. Der hat sogar Star-Level, ihr habt recht. Oh mein Gott. Aber jetzt kann es gefährlich werden. Ja. Oh, der Frost, was? Als ob. Das ist geil. Okay, das ist heftig. Das ist heftig. So. Okay. Blasrock-Kobold stirbt weg. Ist in Ordnung. Golem, ne? Ja. Links. Ist ein bisschen riskant. Vielleicht sogar eine Fehlentscheidung. Aber ich mach's trotzdem. Ich fand den Blasrock-Kobold gerade einen Tick zu viel, nämlich. Ja, das ist halt die Sache jetzt, ne? Es war eine Fehlentscheidung, glaube ich. Das Ding ist halt, wir haben nur Level 10 Turm.
Die Hexe hilft jetzt noch mit dafür. Skelette kommen rüber. Oh, danke, Skelette. Puh, die Skelette haben, glaube ich, ein bisschen gecarried gerade. Schnell. Oh, was hat geklappt? Puh, das war spielentscheidend. Und jetzt sollten wir eigentlich gewonnen haben gegen Pekka Inferno-Turm, würde ich sagen. Schöner Frost, trotzdem soll es klar gehen. Der Frost wird ihn nur kurz aufhalten. Ja, wir können halt hier ein bisschen Poison draufwerfen am besten. Der ist halt Level 13, ne? Nicht vergessen. Können wir zulassen, können wir einfach reingehen. Turm wird sowieso fallen. Letzte Chance für diesen sind 3 Kronen, deswegen halten wir das Ganze auf hier schnell. Holz sollte auch die Skelette killen. Ja, haben wir. 3 zu 1, auf geht's. So, und jetzt entscheidender Kampf für die 4.900 Pokale. So. Danke an TT Samut 2003 für den Sub. Oh, könnt ihr bitte aufhören zu hosten, wenn ihr sowieso keinen Twitch-Kanal habt? Das nervt. Ich krieg dann halt überall. Ah, ich kann es ausstellen mit den Hosts, aber ich will auch die richtigen Hosts vorlesen. Das wäre nett von euch, wenn ihr nicht. Wisst ihr, ich habe den ganzen so Hosts mit null Zuschauern drin in dem Feed. Ich kann es auch ausstellen mit den Hosts. Da muss halt immer drauf achten, wenn der Alarm reinkommt, aber das ist ja auch nervig dann. 5 Pokale, so. 5 Pokale. Auf geht's. Rede vielleicht gar nicht jetzt. Ah, nee. Ein bisschen kann ich schon reden. Hey man, I really love Clash Royale and I'm glad that you are streaming it to keep it on its last legs. Oh, nice. Yeah, I love, still love Clash Royale. Yeah. That's nice. Jetzt rede ich hier schon Englisch. Erst sage ich, ich will gar nicht reden. Was mache ich? Ich rede erstmal Englisch. Geil. So, die Sache ist jetzt halt die. Der Start ist miserabel. Wisst ihr, was soll ich halt machen? Das ist alles so schlecht gespielt von ihm, aber ich kann halt nichts machen. Ich kann jetzt hier nicht reingehen. Dieser Tesla, ne? Das ist halt Level 12 Tesla. Unsere Truppen, zumindest unsere Hexe, ist halt echt Level 10. Das ist echt traurig. Das Chest-Opening war noch nicht, ne. Wir machen auch nicht ein Chest-Opening auf einmal, wir machen immer wieder Truhen. Nach diesem Kampf gibt es noch 4 Blitztruhen im besten Fall, wenn wir gewinnen würden. Und eine legendäre Königstruhe. Hm, okay. Es sollte klar gehen. Ich meine, das sind 2 Fledermäuse, ich kann da killen. Ja, sage ich doch. Aber der ist ein Wutzauber. Oh mein Gott. Let's go. Oh mein Gott. Let's go. Also. Okay, das ist wichtig. Das ist so wichtig. Er zappt. Sehr gut. Turm sollte, glaube ich, trotzdem fallen, oder? Das ist halt die Frage jetzt. Das ist halt jetzt die Frage. Das reicht nicht. Es reicht nicht. Okay. Trotzdem sehr guter Start für uns. Oder nicht guter Start, sondern guter Push für uns eher. Er hat keinen Zap mehr. Das heißt, wir können eigentlich sogar fast einen Golem setzen. Ne? Ja, oder auch Peniskami erstmal. Sollte keinen Hit geben, oder? Ja. Okay, perfekt. Sehr, sehr gut jetzt. So, Golem rein. Auf die rechte Seite, logischerweise, brauchen wir. Was macht er? Muss eigentlich jetzt fast einen Verzweiflungszug machen schon. Weil Defen sollten wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Mal schauen. Also wir werden auf jeden Fall einen offensiven Poison setzen. Dann bräuchten wir noch einen zweiten. Dann hätten wir den Turm ausschauen. Okay, Sepp, hier kann er gerne machen. Uns hier definitiv ein Poison schnell. Sepp ist wieder draußen, nicht vergessen. Kriegen wir den ran? Ja, oder? Ja. Wechseln. Wir blocken an der Brücke. Ja. Oh lol, hat noch nicht geklappt. Aber es sollte ausreichen, oder? Ah. Oh, Glück gehabt. Wenn das entscheidend gewesen wäre, war es aber zum Glück nicht. Und wir gewinnen das Ganze und haben damit jetzt die 4.900 Pokale geschafft. Das war echt ein anstrengender Push. 2 Stunden extra für euch. Mal wieder eine extra XXL Pay-to-Win-Folge. Ich denke, es wird relativ kurz gecuttet sein. Zumindest auch vielleicht eine Viertelstunde oder so. Ja, Pay-to-Win müssen wir mal schauen. Nächstes Mal vielleicht wieder ein Opening dann. Mal schauen. Also ich hoffe, dass wir wieder Angebote kriegen. Gescheite. Gerne haben wir so noch 100, es gibt so 110 Euro Angebote mit 8 legendären Königsthronen. Das würde ich auch mal gerne haben. Aber jetzt erstmal 4.900 Pokale die Blitztruhe. So. Gold. Lakaienhorde. Feuerball. X-Bone. Nicht so nice. Mal schauen. Nee. Nee. Schön. Okay. Valkyrie nicht so gern und Bombenturm. Geht okay. Geht in Ordnung.
Und wir kommen jetzt zu drei weiteren Blitztruhen und danach zur legendären Königstruhe. So, los geht's. Vier Blitztruhen insgesamt damit. Okay, Gold. Na, Bomber. Naja, Rakete. Spiegel. Scam, okay. Ofen geht klar. Erdbeben brauche ich nicht. Kann man nehmen. Knapp. Flugmaschine wurde übrigens genervt, dass ich weiß. Also ich habe es wieder vergessen zumindest. Ist mir gerade eben wieder eingefallen. Stimmt, ist auch schlechter geworden. Kobold und Feuerball. Naja. Nee. Nee. Doch, den nehme ich, den nehme ich. Kobold nicht so gerne. Elite-Barbaren. Die wird hoffentlich immer traden wollen. Der die in Ladder spielt. Aus dem Plan, mal schauen. Königsrekruten, Rambok und Blitz. Ah, das ist halt die Frage, ne? Blitz raus, Scharfrichter, ne? Okay, geht klar. Rekruten kommt raus. Ne. Nee. Nee, ja, okay. Würde ich sagen, kommen wir jetzt noch extra für euch, damit wir noch irgendwas Gutes drin haben, zur legendären Königstruhe. Und haben damit safe eine weitere legendäre Karte drin. Eine hatten wir ja schon. Ich bräuchte vor allem halt, ja, was Gutes für Golem wie immer. Naja, Nicht die beste Auswahl. Pfeile zu leveln bringt halt nicht so viel, finde ich. Lakaien können wir vielleicht tauschen. Barbarenfass, sehr, sehr nice. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wann kommt COC? Spiele ich eigentlich fast nicht mehr. Ui. Kanonenkörper wird hoffentlich mal wieder gebufft, vermute ich mal. Wurde schon mehrmals gefordert, deswegen fordere ich sie mal an gerade. Grabstein ist immer besser. Grabstein ist echt nice. So. 16. 16 mal Golem. Das ist nice. Das ist echt gut. So, jetzt legendäre Karte. Ist wirklich geil. Kann man echt nichts sagen. Also Inferno-Drache spielen wir, war wirklich eine geile Truhe. Wir haben jetzt Golem, Grabstein, Inferno-Drache, Barbarenfass gezogen. Jo, würde ich sagen. Soviel zur heutigen Folge insgesamt. 13 Blitztruhen aufgemacht, 14.000 Juwelen aufgeladen. Nein, die Upgrades. Sorry, die Upgrades. Das war's noch gar nicht. Die Upgrades natürlich noch. Wir können zwar nicht viel upgraden, aber wir machen es. Labrund? Ja, gibt halt Erfahrungspunkte. Wir machen es einfach, ja. Wir machen es für die Erfahrungspunkte ausnahmsweise. Aber in Zukunft sollten wir die vielleicht lieber aufbewahren. Den Ofen hoch. Die Upgrades wollt ihr immer noch drin haben, ne? Habt ihr euch so gewünscht, dass ich die drin lasse? Kein Horde. Gibt halt immer ordentlich Erfahrungspunkte. Goblin Gang sowieso, die wollen wir vielleicht sogar mal spielen. Statt der Skarmir. Die können wir direkt mal reinnehmen, schnell. Spielen wir ab jetzt das Skarmir. Und dann würde ich sagen, das sollte es gewesen sein. Genau, ja. Okay, soviel zur heutigen Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Und jo, ciao.